Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zu einem neuen Star Wars Outlaws Video. Ubisoft hat die Roadmap rausgehauen für den Season Pass. Was den Season Pass angeht, besonders bei Singleplayer Games, das hat bei mir immer so einen leichten Fadenbeigeschmack. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es wirkt manchmal so, als ob sie Content rausgeschnitten hätten und den extra dann in den Season Pass reingepackt haben für später, damit sie ein bisschen länger was haben und die entsprechenden Editionen rechtfertigen können. Aber naja, ich bin Star Wars Fan, ich freue mich auf jeglichen Content, der da kommt. Aber wie gesagt, es hat so einen kleinen Fadenbeigeschmack. Wie sieht es denn bei euch aus? Haut es mir mal in die Kommentare. Auf jeden Fall gehen wir auf den Kram mal ein. Und zwar, die Post-Launch Roadmap für Star Wars Outlaws wurde enthüllt und bietet Details zu den Inhalten des Season Passes des Open World Star Wars Spiels. Zwei kommende Story-Pakete sind im Season Pass enthalten und werden auch separat erhältlich sein. Zum Start des erhalten Season Pass-Besitzer das Kessel Runner Charakterpaket mit Outfits für die Gaunerin Kay Vess und ihren Begleiter Nix sowie Zugang zu einer exklusiven Mission namens Jabba's Gambit. Alle Spieler werden Jabba the Hutt im Hauptspiel treffen, da gab es ja auch einige Unstimmigkeiten. Ne? Also alle Spieler werden Jabba the Hutt treffen im Hauptspiel. Aber diejenigen, die den Season Pass Zugang haben, erhalten eine zusätzliche Quest vom berüchtigten Hutt-Kartell. Gerade als Kay ihre Crew über ihren großen Raubüberfall zusammenstellt, erhalten sie einen Auftrag von Jabba the Hutt persönlich. Andy 5 schuldet dem Hutten seit Jahren eine Schuld und Jabba ist gekommen, um sie einzufordern. Star Wars Outlaws erscheint ja am 30. August und ist jetzt im Ubisoft Store vorbestellbar. Mit der Gold-Edition oder der Ultimate-Edition, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Oder einem Ubisoft Plus Premium Abonnement kann man bis zu 3 Tage früher, also ab dem 27. August spielen. So sieht die Roadmap aus. Star Wars Outlaws Season Pass Artikel, Season Roadmap. Nach dem Start können Season Pass Besitzer von Star Wars Outlaws ihre Reise durch die Galaxie mit 2 Story-Paketen fortsetzen, die ebenfalls separat erhältlich sein werden. Star Wars Outlaws Wildcard erscheint im Herbst 2024. Kay wird angeheuert, um an einem hochkarätigen Sabacc-Turnier teilzunehmen. Doch als sie dem berüchtigten Spieler Lando Calrissian begegnen, erkennen sie bald, dass ein anderes Spiel gespielt wird. Wenn dieses erste Story-Paket veröffentlicht wird, erhalten Season Pass-Besitzer auch das Hunters Legacy Bundle und das Kartell Ronin Bundle mit zusätzlichen Outfits für Kay und Nix sowie kosmetische Anpassungen für Kays Speeder und ihr Schiff. Die Trailblazer. Star Wars Outlaws A Pirate's Fortune erscheint im Frühjahr 2025. Der Ruf der Trailblazer eilt Kay voraus, als sie auf den erfahrenen Piraten Hondo Onaka trifft, der alte Rechnungen mit einer rücksichtslosen Piratenbande begleichen will. Star Wars Outlaws erscheint am 30. August, wie gesagt, bla bla bla. Und den Kram schauen wir uns hier mal an. Also die Preise sind ja, ist ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Da war am Anfang auch ein riesen Huddel-Duddel. Die Ultimate Edition, da wollen sie echt 129 Euro für haben. Ich finde es tatsächlich, ich liebe Star Wars, wirklich, ne? Aber die Sachen, die unterstütze ich nicht. Dadurch, dass ich ein bisschen früher spielen möchte und auch ein bisschen Content machen möchte, ja, die Gold-Edition ist so wirklich das höchste der Gefühle. Und da hast du halt den 3 Tage Vorabzugang. Hast den Season Pass mit dem ganzen Klumpatsch mit drin und ist okay. Im Gegensatz zur normalen Edition für 69,99 ist trotzdem noch 40 Euro mehr, aber ich meine okay. Aber die Ultimate würde ich keinem empfehlen. Ich meine, wer eh ein Ubisoft Plus Konto hat, der braucht das Ganze eh nicht, der bekommt eh den ganzen Kram. Und hier nochmal der ganze Kram, der drin ist in der Gold Edition. Hier ist das Kessel Runner Bonus Pack, das seht ihr auch hier nochmal. Hier einfach ein paar Cosmetics für den Speeder und die Trailblazer. Und hier, das ist der Kram für die Ultimate Edition. Haut mal in die Kommentare, was ihr euch gönnt. Holt ihr euch wirklich die Ultimate Edition? Bleibt ihr nur bei der Gold Edition? Oder bleibt ihr einfach bei der Standard? Oder habt sogar selbst die Subscription von Ubisoft? So, und das war's von mir, Leute. Kurzer Überblick über den Season Pass Kram und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.